Herr Huber, Sie wollen dieses Jahr deutlich wachsen. Sind Sie auf Kurs? Wir sind auf Kurs. Wie jedes Jahr ist die zweite Jahreshälfte bei uns in der Regel etwas stärker als die erste Jahreshälfte. Und wir sind sehr gute Dinge, dass wir auch dieses Jahr die Guidance erreichen werden. Sie profitieren ja auch vom Trend zu Injectables, also Spritzenbehandlungen. Spielen da die Abnehmspritzen eine große Rolle? Die Abnehmspritzen spielen direkt und indirekt eine Rolle bei uns. Direkt heißt das ja, wir kriegen auch Aufträge von den großen Spielern, die da im Markt genannt werden. Wir profitieren aber auch indirekt davon, dass diese großen Spieler im Moment sehr viel aseptische Abfüllkapazität konsumieren weltweit und damit andere Lieferanten oder andere pharmazeutische Hersteller nicht genug Kapazität kriegen, und das führt dazu, dass im Moment allgemein die aseptische Abfüllkapazität ausgebaut wird, und da reiten wir selbstverständlich mit auf dieser Welle. Könnte dieser Trend auch weitergehen, noch lange? Also wenn man den Studien glaubt, dann dauert das noch lange, bis die ganze GLP-1-Bedarf gebaut ist. Man muss sich überlegen, es dauert immer Jahre, bis so eine Anlage gebaut und in Betrieb genommen ist. Also die Anlagen, die heute bestellt werden, die werden in 5 Jahren in Betrieb genommen. Also wenn lange für Sie 5 bis 10 Jahre ist, dann behaupte ich ja. Ein Thema in der Branche sind auch Roboter und Automatisierung. Denken Sie, das wird bei Ihnen eine große Rolle spielen? Ja, langfristig auf jeden Fall. Also auch in der Pharmaindustrie geht der Trend zum No Human Intervention. Also man will den Mensch möglichst aus dem Prozess rauskriegen, weil der Mensch immer noch die größte Fehlerquelle im Prozess darstellt. Roboter spielen immer mehr eine Rolle, auch wenn die Pharmaindustrie robotermäßig der Automobilindustrie ein paar Jahrzehnte hinterher hinkt. Aber da gibt es sehr viel Potenzial, und da sind wir auch, ich denke, nicht schlecht positioniert, um hier mitzuspielen.